Wenn sie ihn gesch. Also entweder müssen wir uns hier durchschlagen oder hier. Hier sind wir halt nah an den Nekromanten. Das macht mir auch wieder Sorge. Darum. Hier werden sie sitzen, aber mit einer Truppe werden wir fertig. Und von dort aus bis an die Mauer sollte kein Problem mehr darstellen. Und die einzelnen Zweiertrupps auf den Mauern, da rennen Jalan und ich mit Sturmangriffen auf die zu und die machen wir nieder. Ich weiß nicht, wie man an die Türme ran kann, aber sollte sicherlich gehen, zur Not wäre hier auch noch eine Treppe. Ja, und mit dem Seil von Abel mir war die Mauer drüben einfach zu erklimmen. Ich denke, dass das hier das ähnlich auch sein wird. Wobei sich natürlich hier auch eine gute Möglichkeit für diesen Häuserlauf anbietet. Müssen wir halt nur über diese Straße hier rüber. Im Falle einer Fälle legt man da eine Latte drüber und balanciert, aber kriegt ihr das alle hin? Gerade die Herrschaften Magier? Wo nimmt ihr eine 4 Meter lange Latte her? Und wollt auch ihr wieder richtig. Diesen legen wir auf zu Chiaras. Oh, oh nein! Und ich würde, also ich traue es mir nicht zu, mit einer Latte, einem Stock, Stab, wie auch immer, auf den Dächern zu hantieren. Nun, ich würde auch keine Latte nehmen, sondern vielleicht eher eine Leiter, damit man auch hoch und hinab kann. Das ist tatsächlich eine sehr gute Idee. Und eine Leiter, die lang genug ist, sollte man auch als Brücke benutzen können. Leiter, interessant. Gefällt mir. Andererseits könntet ihr natürlich auch einfach euren Strick hinüberspannen und man kann daran entlang klettern. Aber wie viele von uns sind in der Lage, vor allem mit Rüstung und Ausrüstung einen Strick entlang zu hangeln? Und ich würde es nicht gern probieren wollen, in 6 Meter Höhe. Und sollen irgendjemand muss die gesamte Strecke vorher einmal springen, um den Seil zu befestigen. Also ich denke, wir sollten hinter dem Feld kreuzen. Hinter dem Feld? Hier lang dann. Okay, also würdet ihr dann von hier nach in die Richtung vorrücken? Von hier aus kann man sich dann durch diese Häusergruppe über die Straße und ist dann in der nächsten Gruppe drin. Kann sich dort gut in Deckung bewegen, denn der Aranierberg ist natürlich ein Ort mit gutem Sichtfeld und könnten solche Scharfschützen setzen. Wir sollten also die Mehltaustraße eher meiden. Und von da aus haben wir dann unsere Wahl, wie wir in die Mauer gehen wollen. Ob hier lang oder hier rüber oder noch weiter und dann erst in der Nähe des Donnerfeldes herauf. Ja. Also ich meine, das hier scheint eine gute Stelle zu sein, um die Straße zu queren. Ja, stimmt. Aber auch eine sehr gefährliche, vermutlich. Ja, es ist natürlich nahe der Kreuz. Wir könnten rüber. Das Durchgestrichene machen, dann machst du keine Reisefüllung mehr. Und hier könnte man auch den... Das ist dieser Weg. Die Einhorngasse kreuzen. An dieser Stelle. Und das sieht's gerade nicht. hier, sorry. Ja. Also ich denke, dass der kritische Punkt wird sich hier befinden. Hier werden sie sitzen. Entweder hier oder hier. Aber dort werden wir nochmal eine Gruppe aufreiben müssen. Also dieser Punkt. Ich meine mal mit Blau bei dir an. Wenn wir hier durch diesen kleinen Markt, Hinterhof, was auch immer das ist, dann auf das Haus. Über das Haus, dann säßen wir prinzipiell über denen, die in diesem Hof hier sind. Na. Wenn wir oben auf dem Dach sind. Dieser Punkt? Ja. Vielleicht haben wir nicht mehr genug Zeit, um einen bereinen Tempel zu kommen, aber ich glaube, das bewegt sich. Es bewegt sich, ja. Was genau bewegt sich, Herr Kanada? Was auch immer ich von diesem Paktierer, was immer in seiner Klinge war, vielleicht es muss rausgeschnitten werden. Ja, zeig da mal her. Zeig da mal her. Ja, ich zeig dir auch mal die zwei Stellen, die ich habe. Ja! Yeah. Eine Probe Anatomie oder? Mhm, kannst du gerne machen. Ich glaube, das waren den Armen links und rechts, oder? Oh ja, ich kann das fühlen. Es bewegt sich unter meinen Fingern. Es ist auch größer geworden, also du vermutest, dass da irgendwas wächst in dir. Ja. Ich fürchte, das muss heraus operiert werden. Muss es jetzt heraus oder hat es 2 Stunden Zeit? Es wächst. Nein, nein, nein. Also so schnell, wie es jetzt gewachsen ist, sollten wir da nicht länger warten. Verflucht. Wir können im Donnerfeld dann einen Fälscher finden, aber... Kann ich mit einer HK-Wunde-Probe herausfinden, ob man das einfach so rausschneiden kann? Wir können es rausbrennen. Ich mach schon mal die Eisenreise. Heilkunde, Wunden oder Anatomie. Kannst du auch machen.
Natürlich jetzt nichts, was du normalerweise als Wunde verstehst, aber wenn du großzügig schneidest, vor allem weil das auch Knochen sind, die da mit dem Arm dann angewachsen sind an den verschiedenen Stellen, da musst du mit einer Knochensäge, das tut unglaublich weh. Okay. Echt brutale Prozedur. Ich halte ihn fest. Ich hab. Mach den Scheiß weg. Ich kann da noch einen Heiltrank trinken, aber mach es weg. Wie sehr mag ich Karina? Das musst du selber entscheiden, würde ich sagen. Mag ich ihn genug für Märtyrer singen? Musst du selber entscheiden? Hast du doch Karma weggegeißelt oder hingegeißelt. Mach mal. Wenn du es für wen machst, dann für Karina. Ich weiß nicht, ob ich es. Ich mach mal Selbstsucht. Ich mach mal Selbstsucht. Okay. Ich mach's für Karina. Deine Selbstsucht noch nicht hoch genug. Gib mir einfach einen Gürtel, auf den ich beißen kann. Ich bin ein Seemann, ich halte sowas raus. Okay. Ich könnte euch auch rausnocken. Ich kann euch auch stumm machen. Ich denke, das ist irgendwie diese widerlichen Schreie, der Junge, trotzdem weh. Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist, einen stille Zauber hier im Angriffstempel zu machen. Also, ich kann euch ohne Probleme ausnocken, da merkt ihr nichts. Ja, außer vielleicht Kopfschmerzen, das wollen wir nicht. Nein, ich meine... Halt mich einfach fest, Rafim. Ich drück ihm den Sauerstoff ab, bis er ohnmächtig wird. Das ist gar kein Problem, das habe ich schon oft gemacht. Wollt ihr das, Kiaras? Also Schmerzen habt ihr dann nicht. Mach es. Okay, das ist ganz einfach. Ihr haltet euren Arm nach oben, ich drück euch den Sauerstoff ab. Ihr werdet mir vermutlich 2-3 Mal versuchen, ins Gesicht zu hauen, das passiert immer. Und sobald einfach euer Arm fällt, seid ihr ohnmächtig. Und ich würde Karin nur die Luft abdrücken, bis er ohnmächtig wird. Und genau in dem Moment, wo halt sein Arm nach unten fällt, lasse ich ihn wieder direkt los. Ja, dann schauen wir mal auf die Ausdauerpunkte. Keras hat 37 Ausdauerpunkte, 38 halbe. Ja, durch Ersticken dauert, glaube ich, Sterben ewig lange. Deswegen wird er ein bisschen länger durchhalten. Aber es geht ja nicht um... Also, wenn es länger dauert, dauert es länger. Ja, also... Das ist jetzt echt brutal. Du drückst ihm so lange die Ausdauer weg, bis er ohnmächtig ist. 37 halbe bzw. 38 halbe sind 19 Lebenspunkte Verluste, die du jetzt nur durch das Zudrücken bekommst. Ja gut, aber er hat ja eigentlich keine... Nee, eigentlich kriegt er gar keine Schaden. Ist doch genauso wie ertrinken. Nee, es wäre schon so wie ein Schwitzkasten. Ja, ich möchte ihm... Ja, ich dachte, es würde eher wie ertrinken funktionieren. Dann ist Kiaras... dann lassen wir das mit dem Ausnocken. Ja, aber wenn er dabei stirbt, das ist ja nicht mein Punkt. Nee, Kiaras ist nicht tot. Kiaras ist jetzt bei 5 Lebenspunkten. Ja, aber die OP überlebe ich dann niemals. Genau. Ja, dann lege ich ihn dahin, knall ihn dann, wenn ich weiß, dass das der Effekt ist, knall ich ihm danach einfach direkt einen Heiltrank rein. Wie viele Heiltränke hast du noch zum Verteilen? 3. Dann lass es doch lieber. Können wir ihm einfach nicht festhalten? So, Kiaras ist ohnmächtig bei 5 Lebenspunkten. Jetzt ist es zu spät. Ja. So. Ich will euren Mangel, ich knall Karino einen Heiltrank rein. Direkt danach, wenn ich weiß, dass das die Effekte sind. Hab ich von so einem Phänomen vielleicht schon mal gelesen? Möchtest du eine Magiekundeprobe? Nochmal 17 Lebenspunkte für Karino. Dämonisch würde ich zählen lassen. Darf ich auch? Ja, du darfst auch. Dann schauen wir mal, plus 15. Gelungen. Mhm. Ja, derweil können die anderen dann mit Kiaras... du gehst runter auf 5 und dann wieder plus 17, dann bist du bei den 22. Genau, das passt gut. Ich gestehe euch mal zu, dass du ohnmächtig bleibst und ihr könnt dann mit der Prozedur anfangen. Sollen wir meinen Bernstein durchnehmen, um es rauszuschneiden? Ja. Gut. Guck mal, der Abel, mir hat's geschafft. Nun, wenn die Herren keine Einschätzung mehr zur Lage haben, werden wir anfangen müssen. Das scheint mir eine Art Fluch zu sein. Vielleicht... Nein, das kann nicht sein, oder? Guck das auch. Vielleicht... hat dieser Battle-Mensch auf diese Weise die Jahrhunderte überstanden, indem er die Körper übernimmt, von innen heraus. Das muss raus. Schnell. Ja, ich stehe mit dem durch rein.
und macht den ersten Schnitt, um das Ganze freizulegen. Gut, dann kriegt Geras sowohl links zwei Wunden als auch rechts zwei Wunden in den Armen. Und deine Wunschschwelle ist 7, sind 14. Nochmal. Das ist so viel. Ich gebe dir nochmal 14 Schaden und dann passt das. 14 Schaden und 2 Wunden. Also jeweils links 2 Wunden und rechts 2 Wunden. Gut. Ich brühe in der Zeit mein Teechen für ihn auf. Ich glaube, wir brühen für uns alle lieber ein Teechen auf. Hm? Manche von uns sind nicht verletzt worden. Ich renne mal los, wir sind im Ingram-Tempel, oder? Mhm. Gibt es hier eine Art, so eine kleine Pinzette oder Zange? Ja. Wo man das rausziehen kann, diesen Knochen? Also, nicht dafür gedacht, aber wenn es sowas nicht geben sollte, dann kann sowas auch dargestellt werden, also nicht das Problem. Ja, so klein, Zangen wirst du auf alle Fälle finden, ja, also damit so kannst du wirst ja auch Knochensägen finden, klar. Ja. Ich kann mir das nicht ansehen. Diese kleinen Zangen holen und auch vielleicht so ein kleines Metallkästchen vielleicht. Ich werde gehen, ja? Ruft mich, wenn ihr fertig seid. Ja, geht mal dort hinüber und macht vielleicht mal einen Tee. Beschäftigt euch ein bisschen. Macht heißes Wasser. Ja, das ist gut. Heißes Wasser ist wichtig. Ich gehe Tee kochen. Hat Kerras eigene Fallblüten? Nein. Ich würde meine zur Verfügung stellen. Nee, wollte gerade sagen, da koche ich von meinem Mann eine Portion mit. Also ich koche, würde dir eine auf jeden Fall mitgeben für Kerras, die habe ich schon abgezogen. Okay. Gibt's hier eigentlich so Feuerschalen mit so heiligem Ingram-Feuer oder sowas? Ja, bestimmt. Ja, dann kann man die Knochen da ja rein. Kannst du da das Messer drin heiß machen? Nein, ich mache meinen Bernstein nicht in heiligem Feuer heiß. Warum nicht? Er brennt. Hat da jemand kein Gottvertrauen? Hat da jemand ein kleines Weichei? Nee, Bernstein brennt, er verbrennt aber. Ja, das ist doch nicht unser Problem. So, also Boltax prokelt jetzt und Abelmir und ich, wir stehen mit Zeit, um die Sachen entgegenzunehmen. Ich dachte, Abelmir macht diese, die Operation. Diese Zange. Ich reiche diese Zange und halte dieses Kästchen bereit. Ich hab nur die Ding der, aufgeregt. Der hat jetzt schon zwei Wunden gekriegt, das ist daraus fertig. Ja. Ne, vier dann, Wunden hat er sogar gekriegt. Dann packe ich dieses Ding mal, der Zange mal in diese Metallkästchen und klappe zu und stecke da ein. Warum schmeißt du es nicht ins Feuer? So, du bist nicht da, Jana. Der nimmt ihn jetzt wieder zu, das übersteigt etwas meine Kompetenz. Ja, zunehmen kann ich auch, also sollte nicht ein Problem sein, oder? Ja, dann mach das mal, gib mir das Kästchen. Huch, die Sachen sind ins Feuer gefallen. Würfel bei Schauspiel. Überreden Lügen. Ich hab's ja schon eingesteckt, insofern ist es. Wenn ihr stehlen oder was? Taschendiebstahl. Ja, also wenn du sie jetzt betrügen willst, dann ist das ein Taschendiebstahl. Dann schmeißt du dir das falsche Kästchen weg. Ich meine, ich hab's ja eingesteckt. Wie müsste Taschendiebstahl machen, oder? Also, nein, ich sag einfach, gib mir das Ding her. Nun gut, hier, nehmt. Also gibst du dir jetzt das Kästchen, was wir geborgen haben, oder wie? Im Austausch. Nee, das soll auch ein anderes Kästchen sein. Nein, das ist doch bestimmt ein anderes. Hast du gewohnheitsmäßig Kästchen in der Tasche? Kästchen gibt's hier genug. Die stehen ja nicht nur Eisenwaren, sondern auch Holzwaren. Ja, Ingram ist ja alles. Ich geb dir einfach das Kästchen fertig aus. Kannst da so verbrennen. Toll. Richtig. Das ist ja unglücklich, Isarum, dass euch das ins Feuer gefallen ist. Ja, ich weiß auch nicht. Also irgendwas hat mich dazu getrieben, das Ding zu zerstören. Ich hatte auch kein gutes Gefühl, was das Ding angeht. Stört mich nicht, ich nähe hier. Ja, macht mal weiter, ihr Haushaltsmagier. Würde Karinor während der Operation immer wieder so den Schweiß vom Gesicht wischen. Ihr macht das gut, Karinor. Ihr macht das gut. Ja, da blutet ihr ein bisschen viel, aber das sieht gut aus, Karinor. Das sieht gut aus. Ein letzter Kreuzstich und fertig ist die Wunde. So, hier habt ihr ein bisschen sauberes Tuch. Ja, und legst das vorsichtig rum. Oh, und ich habe hier noch Wundpulver und Würselkrautsalbe. Das hättet ihr vorher sagen müssen. Ach, mach dieses Tuch wieder weg, streu dieses Wundpulver rüber, legt ein bisschen Würselkraut auf die Wunde und zwischen die Tücher und binde das Tuch wieder rum. Ja, Würselkraut. Ach. Ihr müsst ja nicht essen. Nein. Ja, Lan, ihr könnt wiederkommen. Das juckt so. Tätschel vielleicht die Wange von ihm, um ihn wiederzubeleben. Kommen wir 2000 T rein.
sicher? Ja, was? Ja. Das sieht hier gut ist aus. Der Verband drum. Oh, hervorragend. Guck mal, ihr könnt sogar auf seinen Verband unterschreiben, wenn ihr wollt. Ich glaube, das würde ihm, so etwas? Das würde ihm schrecklich wehtun. Was habt ihr denn für Vorstellungen? Weiß nicht. Ich dachte, so bekundet man seine Freundschaft. Jemand dem anderen schreckliche Schmerzen zufügt? Ja, okay, die Tradition kenne ich, aber ich dachte nicht, dass sie einen Mitglied schluckt. Das klingt eher, dass das Blutschluck tun würde. Nein, nein, ich meinte... Ach. So, nette Grüße. Na, wenn Abelmirs Schlacht nicht ausreicht, dann mache ich Karinor wach und drücke ihm so ein bisschen so Wasser ins Gesicht. Hör, Karinor! Müsst ihr ihm denn das Wasser ins Gesicht werfen? Oh, ich hab nicht genug gelitten, Rafim. Herr Carino, ihr seid wieder erwacht. Was? Ihr habt das überraschend schlecht weggesteckt mit dem fast erwürgt werden, aber alles gut. Nun, danke, ich lebe noch. Ihr solltet diesen Arm schonen. Meint beide ja, Arme? Beide. Ich merk's. Danke. Braucht ihr noch einen Heiltrank? Ich habe einen Tee gekocht, nehmt den doch. Der hilft bei Wunden. Ich fühle mich zwar beschissen, aber ich werde es überleben. Danke. Ich sag's nur, weil wir durch eine Stadt laufen mit Leuten voll mit Abalon. Wenn die euch in den Arm schießen, ist der ab. So wie der jetzt aussieht. Was genau, aber wollen wir sofort los oder? Ruht euch erstmal ein wenig aus. Ich denke, auf die halbe Stunde kann man noch warten. Also, wenn wir noch eine Dreiviertelstunde haben, dann könnte ich ja auch noch anbieten, ihn schön mit etwas Erde einzureiben und noch einmal die heilende Kraft Sumo herbeizurufen. Ihr wollt halt dann Dreck raufschmieren? Wir werden nicht an die seltsamen magischen Dinge, die wir dort hinausgeschnitten haben, noch mehr Magie heranführen. Aber Isarun, ihr habt es doch gesehen. Was genau war das jetzt? Ich fürchte, es war die Methode, wie dieser Battle-Mensch wohl die Jahrhunderte überstanden hat. Finsterste bombardianische Zauberei. Und ist es jetzt hinüber oder kommt das wieder? Das werden wir beobachten müssen, aber es wurden zumindest alle Stücke, die wir sehen konnten, entfernt. Es ist ein Fluch. Ja, wir müssen ihm Zeit geben und gucken und vorsichtig sein. Großartig, das musste ich jetzt nicht wissen. Ein Fluch also. Wo ist mein Tafel? Macht euch keine Sorgen, Carino. Die großflächige Anwendung von Bandstaub und der Aufenthalt in der Stadt des Lichts wird er sicherlich helfen. Viele Flüche kann man brechen, ja. Richtig, ja. Möglicherweise haben die Kollegen vom Institut da bezüglich irgendwelche Forschungen betrieben. Und worauf warten wir dann noch? Oder Hexen oder Druiden. Ich heb meine Feldflasche. Nichts hilft gegen Flüche so gut wie heiliger Wein. Und ich hexe die ganze Feldflasche. Das hat auch immer gesagt. Ja, das hat er. Ich sag euch, wer sich mit Flüchen besonders gut auskennt, das sind die Hexen. Die soll ich denn sagen? Wir werden uns nicht auf irgendwelche Hexen verlassen. Ja, aber wenn du einen Experten fragst, dann kann er dir auch helfen. Seht ihr hier irgendeine Hexe? Ich nämlich nicht. Ja, wir könnten ja schnell mal... Es ist schon ein Akt hier, überhaupt die Überquerung der Stadt zu planen, bis zur nächsten Stadtmauer. Wir werden jetzt nicht irgendeine dusselige Hexe suchen. Nein, doch weckt mich, wenn ihr fertig seid. Wir müssen nicht schlafen. Wo es Hexen gibt. Bitte. Ich würde, während die sich da streiten, würde ich mal in das Haus gegenüber laufen. Finde ich irgendwo ein Bett? Im Anbaustempel? Du nach einem Minuswürfel. Hier schläft man auf Steinsäulen. Minus. Du läufst in das nächste Haus und wirst erstmal angegriffen, bekommst voll eine Bratpfanne in den Kopf. Aua! Sehr traviergefährlich. Für 4 TP. Ja. Komm nicht durch. Doch, kommt durch. Ich hab einen Helm auf. Meuchelangriff. Meuchelangriff mit der Bratpfanne, Alter. Okay, ja. Wer hat mir denn Chef jetzt gesagt? Aus meinem Haus! Bei Travia! Sie haut ihn wieder auf den Kopf, Raus! Ich möchte die Frau überzeugen, mich in Ruhe zu lassen oder auch überreden, mir egal. Überreden kannst du ja auch suchen. Ja, dann überzeuge ich die Frau im Einzelgespräch. Im Einzelgespräch? Oh mein Gott! Hast du doch einen Schicksalspunkt? Gott. Nee, hast du nicht, ne? Nee, hab ich nicht. Kommt erst nächste Woche wieder. Wir sind so scheiße, Jungs. Ja, dann lasse ich mich von der Frau da rausdrängen. Nochmal 5 TP. Ja, kann sie mich nochmal von vorne meucheln? Hat sie diese Sonderfähigkeit, von der ich nichts kenne? Ja.
Nazi, ah, okay. Waffenmeister. Waffenmeister Bratpfanne. Die sind schlimmer als die Gardisten. Okay, es war halt eine Travia-Liturgie. Ein Travia, du verfluchter Unhold. Ja, okay, ja, ich gehe dann. Dann setze ich mich hin und trinke ein Fallblümchen. Die Antwort auf alles. Ja? Ja, wir können vom Glück reden, dass wir uns mit dem Zeug ballenweise eingedeckt haben. Was macht der wie viel war Fallblümchen nochmal? 3W6+2. In 3 Stunden. Okay. In 3 Stunden. Ja, ich würde jetzt auch 3 Stunden warten, weil Carino muss eh erstmal schlafen. Ich wollte gerade sagen, ich penne mich da jetzt aus. Ja. Der Raja hinter, beziehungsweise dieser Tag. Dann brechen wir also mitten in der Nacht auf, ja? Ja, also was schätzen wir denn, wie lange wir dort zu dieser Mauer brauchen? 2 Stunden oder sowas maximal? Pfeilblütentee ist übrigens profan, ne? Da werden keine Wunden wieder zurück regeneriert. Das wissen wir. Gut, vor allem nur nicht, dass ihr ab 7 dann wieder eine Wunde schließt. Wie lange braucht ihr zu welcher Mauer? Ihr habt keine Ahnung, wie lange ihr braucht. Also Luftlinie an sich, Kilometer, ist das nicht das Problem. Das sind 500 Meter, wenn das gerade passt. Das ist nicht so viel. Luftlinie. Aber das dauert halt, gerade wenn ihr schleicht, wenn ihr leise seid oder wenn ihr über die Dächer steigt, das kommt drauf an. Mal schießen. Also würden wir schätzen, dass wir mit 2 Stunden hinkommen. Wenn alles gut geht. Okay, dann rechnen wir vielleicht besser mit 4 Stunden. Ich würde mal sagen. Aber es ist eh egal, ob wir nachts oder tags unterwegs sind, weil die Typen eh nicht schlafen. Deswegen ist es doch komplett wurscht. Und tagsüber werden wir aber besser gesehen. Richtig, ne? Also das ist ja auch eine Entdeckungssache. Gut, aber wenn die nachts wach sind, werden die auch sehen können. Oder aber nicht? Dunkeln. Ja, aber wir sehen doch auch nichts. Ja, ich schon. Boltax schon. Also, ja, okay. Ja, wenn Boltax was sieht, dann laufen wir alle Boltax hinterher. Das ist gar nicht so schlecht. Das scheint mir nicht der beste aller Pläne zu sein. Nee. Ja, aber wenn wir Licht machen, dann sehen die uns über 3 Gänge. Wir können entweder Nacht aufbrechen oder im Morgengrauen, aber wir müssen uns für eins entscheiden. Beides ist gleich schlecht. Morgengrauen, weil dann kann Kari nochmal schlafen und sieht nicht so aus, als würde er gleich sterben. Und wir auch vor allen Dingen. Richtig. Oh, ich bin so dumm. Oh nein, ich bin so dumm. Gut, dann können wir an dieser Stelle den Tag verlassen. Ihr könnt euch dann hinlegen. Regeneration -2 an dieser Stelle, weil es keine Betten gibt. Kriege ich Erleichterung aus Abelmirs Heilkunde-Probe? Das ist abhängig von seiner Probe und den dementsprechenden Regeln dazu. Ich hatte eine Heilkunde Wunden gewürfelt. 8, Sekunde. 7 Uhr. Ja, genau. 7. Dann bekommt ihr, warte mal. Und dann musst du dir die Regeln dazu angucken, inwiefern die Regeneration dann vereinfacht wird. Und damit endet dieser 18. Raya und ihr könnt dann morgens früh in der Nacht am 19. Raya wieder eure nächsten Pläne in Angriff nehmen.